Das Mausoleum der Ersten ist das geheimnisvolle Herz der Schattenlande. Dort liegen die letzten Geheimnisse der Schöpfer versteckt und genau darauf hat es der Kerkermeister, der Oberbösewicht von World of Warcraft Shadowlands, abgesehen. Im Heiligtum der Ersten will er die Kontrolle über die Weltenseele von Azeroth erlangen und das Ende der Ewigkeit einläuten. Sollte Sovaal Erfolg haben, dann kann er den Kosmos mit dem Tod als Speerspitze umgestalten. Doch da hat der Kerkermeister seine Rechnung ohne die Champions von Azeroth gemacht. Wir haben lange auf den finalen Bosskampf gegen den Kerkermeister gewartet. In den vergangenen Monaten haben die Lore-Fans viel darüber spekuliert, welche spannenden Stories uns im Mausoleum der Ersten erwarten. Da wäre zum Beispiel der Kampf gegen Anduin Rin, der zu Beginn von Shadowlands in die Fänge des Kerkermeisters geriet und ihm als Marionette dienen musste. Zum Glück ging die Geschichte des jungen Königs gut aus. Doch da bleibt noch der finale Bosskampf gegen den Kerkermeister, der es auf Azeroth abgesehen hat. Während seine Armee der Schlundgebundenen Zereth Mortis verwüstet, dringt Sovaal in das Mausoleum der Ersten ein. Obwohl unsere Chancen, den Bösewicht aufzuhalten, verschwindend gering sind, folgen wir Sovaal in das Mausoleum. Kurz vor dem Bosskampf erklärt der Kerkermeister uns endlich seinen großen Plan, so wie es sich für einen Erzfeind gehört. Nach so langer Zeit erfahren wir, warum der Kerkermeister unbedingt die Kammer der Schöpfer erreichen wollte. Auf dem Altar, der in der Mitte des Raumes steht, sehen wir das Modell eines Planeten. Schaut man genauer hin, dann handelt es sich tatsächlich um Azeroth. Sovaal braucht also gar nicht nach Azeroth zu reisen, er kann auf unsere Welt direkt via Konsole zugreifen. Im Video richtet Sovaal seine Aufmerksamkeit voll und ganz auf den eisigen Kontinent Nordend. Zur Erinnerung, in Nordend begann die Story von Shadowlands, als Sylvanas den Lichtkönig in die Knie zwang und den Schleier zwischen Azeroth und den Schattenlanden zerriss. Die Szene mit Sovaal in der Kammer erinnert stark an den legendären Auftritt von Algalon, den Beobachter, der in Wrath of the Lich King in Ulduar auftauchte und damit drohte, alles Leben auf Azeroth auszulöschen. Wir haben zunächst vermutet, dass Sovaal die Weltenseele von Azeroth in Silithus angreifen wird. Dort schlug Sargeras in Legion mit seinem Schwert eine gewaltige Wunde. Zu unserer Überraschung muss der Kerkermeister das Mausoleum nicht verlassen und er braucht auch nicht das Schwert des Titanen, um Azeroth anzugreifen. Er hat in der Eiskronenzitadelle eine eigene Machtquelle. Und zwar in der Seelenschmiede. Die meisten von euch werden sich mit Sicherheit noch an den düsteren Dungeon erinnern, der in Wrath of the Lich King ins Spiel kam. Die Seelenschmiede ist ein Teil der Eiskronenzitadelle und dort begann damals unsere Jagd auf Lichtkönig Arthas. In Shadowlands erfahren wir, dass die Seelenschmiede kein einfacher Folterkeller für verdammte Seelen war, sondern zu einem besonderen Zweck erbaut wurde. Im Intro-Cinematic sehen wir, wie Sovaal via Konsole die gigantischen Turbinen am Boden der Seelenschmiede aktiviert. Diese Maschinen, die bis zum Herzen von Azeroth reichen, zapfen direkt die Lebenskraft der Titanen an. Das geraubte Azeroth wird dann direkt über den Frostthron zur Spitze der Eiskrone geleitet und dann über Torghast direkt in die Schattenlande kanalisiert. An dieser Stelle lüftet Blizzard das große kosmische Geheimnis von Azeroth. In der Kammer der Ersten erfahren wir, dass die Weltenseele der Titanen mit der Schmiede der Nachleben und dem Mausoleum der Ersten direkt verbunden ist. Es scheint, dass die Seele von Azeroth den Ersten einst als eine Art Treibstoff für die Schöpfung diente. Mit der Macht der Weltenseele kann man den Prozess also auch umkehren und einen neuen Kosmos erschaffen. Kein Wunder also, dass die kosmischen Mächte so scharf drauf sind, Azeroth zu erobern. Nach unserem Sieg im Mausoleum der Ersten erleben wir in der Kammer die letzten Augenblicke des Kerkermeisters. Sovaal fällt gebrochen zu Boden. Das Ritual und der Kampf gegen unsere Helden kosteten Sovaal all seine Kraft. In seinem Todeskampf klammert er sich an die Überreste seiner Macht, die um ihn herum schwindet. Doch seine Plattenrüstung und sein Fleisch und Blut gehen buchstäblich in Rauch auf. Dieser unvorstellbare Schmerz erinnert Sovaal an seine einstige Niederlage im Krieg um die Schattenlande und seine Verbannung in den Schlund. Diese Erinnerungen sind jedoch nur bruchstückhaft. Die Archon und die Winterkönigin beschuldigen den Kerkermeister der Verbrechen, während Graf Denatrius davon spricht, dass er und Sovaal gemeinsam doch viel mehr hätten erreichen können. Es ist immer wieder spannend zu sehen, wie Blizzard in Cinematics mit der Perspektive spielt. Das ist ein wichtiges Detail, das den meisten Spielern entgeht. Seit Beginn von Shadowlands haben wir die Geschichte des Kerkermeisters in den meisten Fällen aus der Froschperspektive erlebt. Wir waren die kleinen Sterblichen, die stets zu Sovaal hinaufschauen mussten.
Beim großen Finale sehen wir das Geschehen zum ersten Mal durch Sovals Augen. Die Ewigen schauen auf ihn herab. Er ist der kleine Wicht, der vor ihnen knien muss. Der Schatten des Primus, der im Cinematic auf die gebrochene Gestalt von Soval fällt, sorgt im Video sogar für eine richtig bedrohliche Stimmung. Bei diesem Rückblick macht der Kerkermeister nicht den Eindruck, dass er auf seine Geschwister wütend ist. Sovals Gesichtsausdruck spricht im Video eine deutliche Sprache. Als er zum Primus hinaufblickt, sehen wir einen enttäuschten Mann. Mehr noch, bei seinen letzten Worten senkt Soval wieder seinen Blick und das Bild verschwimmt, so als ob er sich an etwas Schreckliches erinnern würde. Woran genau erinnerte sich Soval in diesem Augenblick? Dachte er da an die verhängnisvolle Vision zurück, die ihn in den Wahnsinn trieb? Apropos Wahnsinn, im Video spricht die Winterkönigin davon, dass Soval wahnsinnig sei. Gut, für sie war es vermutlich nur eine verbale Floskel. Diese Redewendung haben wir aber in der Vergangenheit in WoW bereits öfters gehört. So wurde Sargeras von seinen Titanengeschwistern ebenfalls als wahnsinnig bezeichnet. Todesschwinge, die alten Götter und viele weitere WoW-Schurken werden ebenfalls mit dem Wahnsinn in Verbindung gebracht. Der Wahnsinn scheint ein großer gemeinsamer Nenner zu sein, der viele Bösewichte in World of Warcraft vereint. Für die Ewigen ergibt der Amoklauf ihres Bruders Soval keinen Sinn, deshalb schlussfolgern sie daraus, dass er verrückt sein muss. Im Cinematic fragt der Primus den Kerkermeister nach dem Grund für seine Frevel gegen die Schöpfung. Sovals Antwort darauf ist klar und kryptisch zugleich. Er erklärt, dass die Ewigen versuchen, etwas zu bewahren, das dem Untergang geweiht ist. Damit meint der Kerkermeister wohl die kosmische Ordnung und das Erbe der Ersten, die vor Äonen aus unbekannten Gründen spurlos verschwanden. Werden wir jemals erfahren, wohin die Schöpfer verschwunden sind? Die Teilung des Kosmos war in den Augen des Kerkermeisters ein großer Fehler, den er um jeden Preis wieder gut machen wollte. Wie Sargeras zuvor war auch Soval der Meinung, dass nur er die nötige Stärke besitzt, um das große Übel zurückzuschlagen. Die unzähligen Opfer, die sein Plan schlussendlich forderte, dienten in seinen Augen einem höheren Wohl. Fassen wir also zusammen. Der Kerkermeister versuchte, den Kosmos neu zu ordnen und die kosmischen Mächte unter seiner Führung zu vereinen. Er bereitete sich heimlich auf einen Krieg gegen einen besonders gefährlichen Gegner vor, der das Ende für alles, was existiert, bedeutet. Wer genau dieser ominöse Feind ist, bleibt vorerst ein Geheimnis. Ob Blizzard diesen Feind uns bereits in der kommenden WoW-Erweiterung zeigt, bleibt abzuwarten. Alles, was wir aus Shadowlands an Story mitnehmen, ist, dass es irgendwo da draußen ein großes Übel gibt, das droht, den gesamten Kosmos zu verschlingen. Nur wenige Wesen im Warcraft-Universum wissen über dieses große Übel Bescheid und der Preis für dieses Wissen ist hoch. Was genau diese mysteriöse Macht ist, die laut Soval jenseits unserer Vorstellungskraft liegt, wissen wir nicht. Die besagte siebte Macht ist kein Mythos. In den Lore-Büchern wird sie zumindest am Rande erwähnt. Neben den sechs großen kosmischen Mächten gibt es angeblich eine siebte, genauso mächtige Partei. Einige Lore-Fans vermuten, dass damit die Realität, also unsere Welt, gemeint ist. Doch was ist, wenn diese siebte Macht uns feindlich gesinnt ist und außerhalb unseres Kosmos existiert? Könnte es sein, dass wir diesen Widersacher bisher mit der Leere verwechselt haben? Wie ihr seht, bleiben am Ende von Shadowlands viele Fragen zum Kosmos von World of Warcraft offen. Was glaubt ihr, ist die feindliche Macht, die die World of Warcraft bedroht? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Lasst uns auch gerne ein Abo und ein Like da, das unterstützt uns. Und für mehr Infos zu WoW und anderen MMOs, checkt pcgames.de oder unsere Buffed-Videos hier auf dem Kanal.